Reisen, der Podcast bei Das echte Nordlicht. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Unser heutiges Reiseziel ist Hamburg, die Linie 62 zwischen Finkenwerder und Hamburg-Landungsbrücken. Mit freundlicher Unterstützung von www.musicfox.com. GEMA-freie Musik, kostenlos. Konzeption, Text und Realisation, das echte Nordlicht. Am Mikrofon, Herr Kojanusch. Moin! Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Hause. Der Hafen, die Lichter, die Sehnsucht begleiten das Schiff in die Ferne hinaus. Das Herz von St. Pauli, das ruft dich zurück. Denn dort an der Ende, da wartet dein Glück. Das Herz von St. Pauli, das ist meine Heimat. In Hamburg, da bin ich zu Hause. Es soll ja Menschen geben, die, wenn sie nicht aus dem Norden kommen, gerne auch mal Hamburg kennenlernen wollen. Die Binnenalster, Hafen City, die Elbphilharmonie, St. Pauli, den Stadtpark und die vielen kulturellen Angebote, wie zum Beispiel ein Musical, Konzert oder Theaterbesuch, stehen da ganz oben auf der Liste. Natürlich gerne auch in der Leisthalle oder in der Staatsoper. In Hamburg werden auch Stadtrundfahrten mit einem Doppeldeckerbus angeboten. Manche Menschen verschlägt es auch nach Hamburg, weil sie fußballbegeistert sind und die Spiele vom Hamburger Sportverein oder von St. Pauli in den entsprechenden Stadien oder Arenen, wie es neuerdings heißt, anzuschauen. Ach ja, und wer kennt nicht die Volksschauspieler Heidi Kabel, Henry Fahl und die vielen anderen Akteure des Ohnsorgtheaters? Tradition zeichnet Hamburg ebenfalls aus. Andere kommen nach Hamburg, weil sie das Hafenflair mögen. Das Wasser, die Schiffe und die imposanten Docks von Blohm und Voss. Aber auch den Museumshafen Owe Gönne. An den Landungsbrücken in Hamburg steht das Museumsschiff Rigmar Rigmas und die Kap San Diego. Beide Schiffe können besichtigt werden. An den Landungsbrücken befinden sich auch diverse Anbieter für Hafenrundfahrten. Wer das nicht kennt, kann sich so eine moderierte Hafenrundfahrt gerne mal antun. An den Landungsbrücken stehen Männer mit besonders markanten Stimmen und preisen die Hafenrundfahrten an. »Hier große Hafenrundfahrt mit Speicherstadt«, tönt es die ganze Zeit. Es ist schon beeindruckend, die Kölbrandbrücke von unten zu sehen. Die Landungsbrücken bieten natürlich auch allerlei kulinarische Angebote und dort findet man auch den einen oder anderen, ich sag mal, Souvenirladen oder Schnickschnackladen, wo man diverse Mitbringsel kaufen kann. Wer Spaß hat, der wird auf der Reeperbahn sicherlich seine Freude haben und sich bis zum Morgengrauen amüsieren. Das sind so einige Angebote, die mir für einen Hamburg-Reisenden einfallen. Ich möchte euch jetzt aber etwas ganz anderes vorstellen. Etwas, was ein normaler Hamburg-Reisender eigentlich nicht mitmacht oder erlebt. Hamburg hat im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs neben Bussen, U-Bahnen und S-Bahnen auch Hafenfähren. Die HADAG-Hafenfähren. HADAG steht hier für Hafendampfschifffahrtsgesellschaft. Und das deutet darauf hin, dass das alles schon ein bisschen älter ist. Die Schiffe sind allerdings relativ modern. Mit diesen Schiffen kann man sich ebenfalls den Hafen anschauen. Unterschiedliche Linien bis hin nach Teufelsbrück können genutzt werden. Da bietet sich der Kauf einer Tageskarte an, um alle Angebote in Hamburg nutzen zu können.
Und tatsächlich sind diese Fähren am Tage sehr gut ausgelastet. Teilweise sind die Fähren so voll mit Touristen, dass der ganze Fahrplan über den Haufen geworfen wird. Was erstmal nicht ganz so schlimm ist, weil die Fähren am Tage alle 15 Minuten fahren. Aber dennoch, manchmal fasst man sich schon an den Kopf. Wie heißt es doch so schön? Erst aussteigen und dann einsteigen. Aber das scheinen viele nicht zu begreifen. Somit staut sich alles und es entstehen eben diese Verzögerungen. Die Hardag-Fähren werden auch von vielen Berufstätigen genutzt, die zum Beispiel in Finkenwerder wohnen, um nach Hamburg zu kommen. Die sind im Sommer bei Feierabend oftmals richtig bedient, weil die Fähren so voll sind. Alles drängt sich auf dem Oberdeck und unten im Unterdeck mag keiner so richtig sitzen, weil dort die Luft so stickig ist. Ich bin viel in Hamburg-Fähre gefahren und möchte euch eine Alternative zur stressigen Hafenrundfahrt anbieten. Es handelt sich um die Verbindung von Finkenwerder Landungsbrücken nach Hamburg Landungsbrücken, die Linie 62. Diese Tour dauert um und bei eine halbe Stunde. Die Anlegepunkte von Finkenwerder aus sind Bubendeiufer, Uvelgönne, Dockland, Altona Fischmarkt und die Landungsbrücken. Für die Frühaufsteher unter euch jetzt mein Tipp. Wenn ihr in Finkenwerder seid, nehmt eine ganz frühe Fähre, vielleicht so um 6 herum, und fahrt von Finkenwerder nach Hamburg. Und jetzt stellt euch das mal vor. Es ist Sommer, morgens ganz früh. Die Temperaturen sind angenehm frisch. Die Luft ist klar, das Wasser ruhig und der Himmel blau. Noch sind nicht viele Menschen unterwegs. Alles ist ruhig und entspannt. Wartend steht man auf dem Ponton und sieht die Fähre kommen. Sie ist fast leer. Nach einigen Minuten legt sie an, nachdem sie sich in die richtige Richtung gedreht hat. Die Gangway wird heruntergelassen und man geht auf das Oberdeck. Mit Blick in Fahrtrichtung geht es los. Von Finkenwerder aus muss die Fähre einen kleinen Rechtsschlenker fahren, um auf die Elbe zu kommen. Ist dies geschehen, fährt man in Richtung in die aufgehende Sonne hinein. Der Wind, das Wasser, das Schaukeln, die aufgehende Sonne, die Ruhe, das ist wie Urlaub. Kaum Menschen an Bord und Ruhe. Die Gedanken können wandern, einfach so in die Ferne, in die aufgehende Sonne. Da so eine Hafenfähre nicht schnell fährt, ist es sehr, sehr angenehm, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Der Hafen hat zu dieser frühen Stunde einfach etwas Besonderes. Alles ist noch so gemächlich. Der Tag beginnt erst und die Hektik ist nicht zu spüren. Kommt man dann in Hamburg an, kann man sich am Hafen auf eine Bank setzen und den Blick über den Hafen schweifen lassen. Das tut gut und ist ein idealer Einstieg für einen wunderschönen Tag. Wer dann Lust hat, der geht später irgendwo nett frühstücken. Besser geht's doch nicht, oder? Doch, vielleicht nicht besser, aber anders. Was nämlich am frühen Morgen geht, das geht auch am späten Abend, wenn sich die Hektik im Hafen legt, die Touristen weitestgehend verschwunden sind und der Hafen wieder ruhiger und ruhiger wird. Da schlendert man ganz entspannt im Dunkeln die Landungsbrücken entlang, vorbei an den Gastronomiebetrieben, den jetzt geschlossenen Souvenirläden, bis zum Ende und wieder zurück. Das Wasser plätschert ruhig, der Abend ist mild und alles ist beleuchtet. Die Lichter spiegeln sich im Wasser und die Werft Blum und Voss ragt wie eine trutzige Burg auf der anderen Seite der Elbe mit den imposanten Docks heraus. Noch hat die Hafenfähre nach Finkenwerder nicht angelegt. Ist man dann auf dem Schiff, fährt man in Richtung Westen. Wenn es schon dunkel ist, verliert sich alles im Wasser und die Konturen werden unscharf. Wir fahren durch die Dunkelheit. Nichts ist zu hören, außer das Plätschern des Wassers. Das Oberdeck ist leer und die leichte Brise lässt einen träumen.
Diese Fahrt entschleunigt so schön und Hektik und Stress fallen irgendwie von einem ab. So als wenn das Wasser eine Reinigung vornimmt. Ist es noch nicht ganz dunkel und der Himmel klar, fährt man in Richtung Westen direkt in den Sonnenuntergang. Das ist grandios und unvergesslich. Diese Spätfahrten haben etwas ganz Besonderes. Man muss nur aufpassen, dass man nicht die letzte Fähre nimmt und dann nicht mehr zurückkommt. Wer von Hamburg die Linie 62 nach Finkenwerder nutzt, sollte also schauen, dass er noch eine Fähre zurückbekommt. Denn normalerweise kann man auf der Fähre sitzen bleiben und einfach zurückfahren. Aber in den Randzeiten enden die Fähren auch in Finkenwerder und ankern dort über Nacht. Und wenn man die letzte Fähre erwischt, ohne Rückfahrt, hat man Pech. Wer dann von Finkenwerder weg will, der muss ein Taxi nehmen. Oder den Bus 150, der nach Altona fährt, und zwar durch den Elbtunnel. Diese beiden Möglichkeiten, die Hafenfähre Linie 62 zu nutzen, finde ich ganz besonders schön. Und sie sind etwas Besonderes, weil sie Hafenatmosphären einfangen, die man sonst am Tage gar nicht erleben kann. Wer also ein Frühaufsteher ist und gerne die Ruhe, das Wasser und den Hafen mag, der nutze einfach mal eine frühe Fähre und gönne sich dieses Erlebnis. Und wer den Tagesausklang und die dort herrschende Atmosphäre im Hafen mag, die beginnende Ruhe, die glitzernden Lichter, die sich im Wasser spiegeln und die Entschleunigung, der fahre einfach mal etwas später mit der Fähre. Hamburg ist eine Weltstadt und deshalb so markant und präsent, dass wir hier heute auf die Wegbeschreibung nach Hamburg verzichten. Die Stadt liegt im Norden und ist wohl nicht zu übersehen. Wie man nach Finkenwerder kommt, kann sich jeder vor Ort anschauen. Und auch der Hamburg Hafen und die Landungsbrücken sind über diverse Kartensysteme und Hamburg-Karten zu finden. Und wer nicht weiterkommt, der fragt einfach. Schaut doch einfach mal in Hamburg vorbei und nutzt die Linie 62. Nicht jede Stadt bietet die Möglichkeit, dass man per Schiff die Sehenswürdigkeiten erkunden kann. Wenn ihr noch Urlaub habt oder etwas für die nächsten Ferien plant, kommt doch mal nach Hamburg. Und wenn es nur auf der Durchreise weiter an den Norden ist. Und fahrt mal auf einer Hardag-Fähre. Das ist ein echtes Erlebnis. Die Linie 62 zwischen Finkenwerder und Hamburg-Landungsbrücken. Das war der Podcast über die Linie 62 in Hamburg. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und verabschiede mich mit dem Refrain aus dem Lied In Hamburg sagt man Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss beim Auseinandergehen. In Hamburg sagt man Tschüss, das klingt vertraut und schön. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Bis dahin und tschüss. Das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man tschüss beim Auseinandergehen. In Hamburg sagt man tschüss. Das klingt vertraut und schön. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen.